Das ist das, was ich mir zur Lebensaufgabe gemacht habe, Bäume oder Wald zu entschlüsseln. Die Lösung heißt natürlich, lass die Natur mal machen, wie sie das seit 300 Millionen Jahren macht. Es gibt keinen Kunstforst, der besser ist als das Original. Und genauso wie ein Massentierhaltungsstall mit 10.000 Schweinen nicht die Serengeti ist, ist eine Fichtenplantage kein Wald. Und wenn den Leuten das bewusst wird, dann werden, glaube ich, die Schwerpunkte verschoben. Und die gute Nachricht ist, es ist weit entfernt von zu spät.